Ja, da bin ich auch nochmal. Hallo YouTube, und zwar muss ich jetzt auch mal kurz was erzählen. Und zwar ist das jetzt, ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen, habe mir gerade erst die Regensachen ausgezogen und bin gerade erst reingekommen, und ungefähr vor 5 Minuten habe mich der Rorschach festgehalten. Ich erzähle das jetzt schon, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit zum Filmen, da kann ich das genau erzählen, wie das passiert ist. Als ich hier zu Hause losgefahren bin, habe ich erst den Rorschach getroffen. Also ich bin hier zu Hause. Sie rufen schon wieder an. Ja. Im Park liegt Schrott. Das war irgendjemand anders. Der hat mir gesagt, im Park liegt Schrott. Könnte Joel gewesen sein. Und ja, also vor 10 Minuten hat mich der, ungefähr 5 bis 10 Minuten ist das jetzt her. Ja, 5 bis 10 Minuten, ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Da bin ich hier zu Hause, also ich bin vor längerem hier zu Hause losgefahren. Wie lange war ich jetzt draußen? Eine Stunde bestimmt. So, als ich hier zu Hause losgefahren bin, bin ich Richtung Edeka. Und da habe ich am Edeka den Rorschach gesehen. Da ist er erst auf mich zugerannt gekommen. Ich habe gesagt, hier ist Polizei oder so. Und dann bin ich aber einfach weitergefahren, hab eben die Abendrunde gemacht, einmal unten durch Parklich, durch die untere Hälfte, hinten einmal am Bahnhof her, und dann war ich wieder am Edeka, 20 Minuten später. Und so, dann habe ich wieder den Rorschach getroffen, und dann habe ich mich einen Moment mit dem unterhalten. Er fragte mich, warum wir keine Freunde mehr sind, da habe ich aber gar keine Antwort drauf gegeben, warum ich ihn blockiert hätte. Und da hat der Roscher zu mir gesagt, er hat mich auch blockiert. Und ja, dann bin ich einfach weggefahren. Die sind mir hinterhergelaufen, an der Fahrschule am Edeka vorbei, dann hinterm Edeka her. Ich bin dann wieder zum Edeka, weil ich mit meiner Runde noch nicht fertig war, bin aber außen rum gefahren, weil ich den nicht in die Arme fahren wollte. Weil dahinter ist ja noch der Schützenplatz, wo das Schützenfest immer ist. Da bin ich auch noch gewesen. So, und dann bin ich da nochmal hergefahren, und dann haben die im Busch gewartet auf mich und sind dann wieder auf mich los. Und das Ganze mehrmals. Und ganz zum Schluss hat mich dann der Roschard festgehalten, ganz kurz. Und da habe ich dem das Ding hier vom Pullover vorne, hier im Pullover sind ja immer solche Bänder dran, das habe ich ihm abgerissen, fast. Also das Metallding, was da drum ist, das habe ich ihm abgerissen und auf den Boden geschmissen, weil er mich festgehalten hat. War aber auch eigentlich aus Versehen. Ich wollte das ja nicht kaputt machen, ich wollte nur mal daran ziehen, damit er das merkt, wie schlimm, wie dass man sowas mit Freunden nicht macht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, und ja, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt mache ich mir gleich den Fernseher an und ja, gucke mir noch mal ein paar Fahrradtouren an und so. Ja. Und ja. Das war alles. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Achso, und dann hat der Roschard mir noch immer gesagt, da liegen Flaschen, obwohl da gar keine sind. Da wollten sie mich in eine Falle locken. Ja. Ich habe die ja auch nicht ohne Grund blockiert, alle. Die sind ja hier alle so komisch. Außer der eine Kollege, mit dem ich das Laptop-Video gemacht habe. Der ist richtig in Ordnung, der ist auch nett, der ärgert mich nicht, der ist immer freundlich zu mir, mit dem verstehe ich mich am besten hier. Aber die anderen hier, das ist ja fürchterlich. Ja, und jetzt bin ich zu Hause. Jetzt hat mich gerade wieder jemand angerufen, im Parklicht Schrott, habt ihr ja gehört. Da werde ich jetzt nicht nochmal hinfahren, weil das kann auch wieder eine Falle sein. Weil ich bin vorhin durch den Park gefahren und da lag kein Schrott. Deswegen, da liegt kein Schrott. Der hat mich jetzt angerufen, da liegt Schrott. Da liegt aber gar keiner. Das könnte Joel gewesen sein, von dem ich auch schon mal erzählt habe. Ja. Das war jetzt eigentlich alles. Achso, und im Park, das ist mir vorhin auch noch aufgefallen, das erzähle ich jetzt auch einfach mal. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist oder nicht. Ich kann es ja einfach mal erzählen. Da auf dem Spielplatz hier, auf dem Edeka-Spielplatz, steht neben der Seilbahn einer mit dem Auto. Auf dem Spielplatz, mitten auf dem Spielplatz,
Neben der Seilbahn steht jemand mit dem Auto. Kennzeichen ist MKJM. Ich meine MK, auf jeden Fall MK, aber ich meine JM war das. Der steht direkt neben der Seilbahn hier auf dem Spielplatz. Ich bin heute Nachmittag so gegen 16, 17 Uhr, 18 Uhr da gewesen, auch nach Flaschen und so gucken. Da stand er auch schon da und hat sich mit dem Campingstuhl dahingesetzt vor seinem Auto. Saß er heute Nachmittag oder heute Abend, so gegen 16, 17, 18 Uhr, bin ich auch da gewesen. Und da saß er auch, da stand das Auto auch schon da und da saß er vor seinem Auto mit so einem Campingstuhl. Und vorhin saß er im Auto. Auch merkwürdig. Auch total merkwürdig. Ja, kann ich ja einfach mal erzählt. Kann ich einfach mal erzählen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Habe ich einfach mal gesagt jetzt. Schadet ja nicht. Ja. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und ja. Über den Felix aus Westhofen, da gibt es immer noch nichts Neues. Außer, dass wir beim Anwalt waren. Also mein Vater war beim Anwalt. Und der Anwalt hat vor ein paar Wochen nochmal hingeschrieben. Nochmal zur Staatsanwaltschaft hingeschrieben. Ich bin dann mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis ich dann mal eine Entschädigung kriege. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.